Alter. Okay. Der hat sich gerade selber ausgeschaltet. Was ziemlich cool ist. Ach, guck mal, ich komme hier aber hoch. Ja, das bringt mir aber nichts. Ach, shit. Das haben wir doch entdeckt. Mann. Wie sie alle da reinspringen. Und sterben. Ist ja auch cool. Voll am Austricksen. Na komm. Und hepp. Wow. 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 Alter. Ach komm, jetzt habe ich Schnauze voll. Ist egal jetzt hier. Warnung. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, wie stark die Explosion ist. Okay, das hat ihm da hinten gar nicht interessiert. Ist ja geil. Aber dem, scheiße. Das könnten wir tun. Ah ja, okay. So. Hä, das soll doch hier irgendwo sein. Und noch keine Ahnung wo. Gerade so ein bisschen verwirrend alles. Mann, oh. Ich will jetzt auch nicht einfach reinstürmen und alles platt hauen. Was ich prinzipiell machen könnte. Wäre auch, glaube ich, gar nicht so lustig. Wäre, glaube ich, gar nicht so uncool. Das hört er gar nicht. Toll. Na, jetzt hat er mich gesehen, aber. Komm schon. Hallo, Maus, danke. Kann die ja noch plündern, genau. Man kann die auch aufheben, aber ich weiß nicht, ob man die irgendwie verstecken kann. Zum Beispiel, okay, man kann die einfach wegwerfen. Das geht auch. Nein, nicht da hoch. Ich glaube, ich muss irgendwie... Ich glaube, das ist irgendwie oben oder so, ne? Ah. Toll, jetzt kommt da so eine komische Wache hierher. Alter! Geh weg! Hau ab! Na, jetzt kommt der andere da auch noch. Da vorne ist auch wieder so ein Dynamit gedünst. So, mal sehen, wo die jetzt hinlaufen. Ich glaube, das ist so meine Chance.
Um die jetzt irgendwie da abzulenken, glaube ich. Ach, komm, egal, jetzt komm. Hau ich die hier auf die Schnauze. Oh. So, weg hier. Aua. Hier, friss. So, den machen wir mal kalt. Au. Ich kann nicht hintergehen, wenn ich im Kampf bin, quasi. Okay. So, machen wir das mal so. Und warten ein Minütchen. Dann heilen wir uns auch gleich und... Ja, die Typen sind auf jeden Fall dann gleich weg. Auch wie man die jetzt auch durch die Wand sehen kann. Cool, sieht aus wie ein Grafikbug. Ist aber keiner. Das ist das durch dieses... Mit diesem V hier. Ja, so. Die so markiert. Also die Akku wieder liegt und sich krümmelt. Oh, jetzt darf ich hier raus. Und jetzt darf ich auch die Tür öffnen, ne? Jawohl, danke schön. So. Soll ich mit diesem Typen mich da wieder treffen? Okay. Und Geronimo. Jedenfalls ziemlich geil. Aber es leckt nicht mehr. Ich weiß nicht, was es in der letzten Aufnahme war. Ich kann es euch nicht sagen. Also ich habe einfach mal durchgecheckt. Und ja, es ist eigentlich alles in Ordnung gewesen. Also was ich vermute, ist halt, dass, obwohl es eigentlich nicht sein könnte, durch irgendwelche Hintergrundaktionen oder Aktionen nicht, ja doch, Windows-Aktionen irgendwie, dass das da irgendwie zum Lecken geführt hat. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was genau es war. Also... Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Sollst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig, befreit. Oh Gott, das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah, ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Mission erfüllt. Tänzerin angeheuert, aber leider die Wachen, ja. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Was soll's. So, den Kurier für was fangen und plündern. Welchen Kurier? Wow, Hilfe. Nebenaktion. Ich muss da hin. Manchmal ist das echt gar nicht so einfach. Mit dem hier so ein bisschen durch die... Da ist er, der. Da. Oh, Entschuldigung. Ich bin voll angejumpt, ey. Den muss ich jetzt fangen. Ihr seid Kenway, der oh. Pirat. Ey. Was ist das denn? Wo ist er denn jetzt? Das ist der grausame Captain Kenway. Oh, verdammt. Pirat! Pirat! Lauf! Alter. Na komm schon. Ey, Junge. Wie der hier über die Dächer fegt, ey.
euch. Ihr seid Kenway, der Pirat. Ich bin nicht Henry, der Pirat, Alter. Jetzt bleibt doch mal stehen. Ich hab euch nichts getan. Geht doch. Edward, ich... Körper aufheben? Ach, habe ich schon fertig, okay. Ich hab den einfach nur umgerannt. Das hat schon ausgereicht. Wow. Um die Mission abzuschließen quasi. Oh! Alter. Ich werde den immer gegen den Kopf springen, ey. Das ist irgendwie lustig. So, mal hier. Na komm, hier hochklettern, alles so. Wunderbar, da sind schon wieder Wachen, sehe ich doch genau. Alter, wie mich die Wachen auf den Sender gehen, ey. Was ist das hier? Achso, die kann man anhören. Die prügeln sich dann, okay. Du bist der Gouverneur. Welche Richtung muss ich denn überhaupt? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Ich komme doch gar nicht von hier. Lass mich durch. Oh, da vorne sind ein paar mehr Wachen. Was ist das da? Ne, den Totenkopf meine ich. Wo ist das? Ich will da hin. War nix. Irgendwie. Noch nicht zumindest. Da vorne ist der Gouverneur. So. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Si, señor Walpole. Entre, por favor. So, dann gehen wir hier mal durch. ¿Ese es el hombre? El, ¿cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra... Was haben Sie jetzt? Ich hab kein Wort verstanden. Ich kann kein Spanisch. Cállate. El gobernador tiene... Ich würde es ja sonst übersetzen, aber ich kann es leider nicht. Also Spanisch ist so echt so das Problem. Wille des Gouverneurs. Sei indulgente con él. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah. Nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Junior, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Okay. Schießen. Ihr habt meine besten zwei Paar gleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch inderten sie in die Schwimmen. Leider. Oh, ich muss nachladen. Hört, hört. Gut durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst. Nicht andersherum. Ihr solltet einen englischen Freund von mir treffen, Julian. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Sieht doch einfach cool aus. Vor allem, diesmal hat er echt viele Knarren. Holla die Waldfee. Ganze 4 Stück, ey. War früher nie. Alter Schwede, er kann aber rumballern, ey. So, ich lad mal kurz nach. Und dann, würde ich sagen, fordern wir den mal da heraus. Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist.
Tja, Leute, da ist die Folge wieder vorbei und endlich sind wir beim Gouverneur und mal sehen, was der für uns will. Also, ich bin dann raus, euer Disciple B. Ciao, ciao.